Was geht ab, Leute? Ich hatte gerade ein ultra interessantes Treffen mit dem Tim. Sagt euch nichts, aber der macht Video, hat eine eigene Videofirma schon mit 16, 10 Mitarbeitern und so. Ultra krass, der macht richtig cooles Zeug. Mit dem habe ich mich einfach eine Stunde getroffen, um einfach zu labern. War mega interessant. Jetzt hatte ich gerade noch hier Hip-Hop. Und jetzt geht's mit unserem geilen Roller heim. Weil den haben wir uns letztens gekauft, weil mein Bruder jetzt auch mit dem Autofahren anfängt und dann wird es mit zwei Autos irgendwann knapp. Und deswegen haben wir jetzt diesen Roller, diesen kleinen. Und das ist so ultra lustig, weil der fährt halt 50, aber das fühlt sich an wie 400, weil du halt einfach draus sitzt. Und mit dem geht's jetzt nach Hause. Ich habe mir gerade zwei Domains gekauft, weil ich finde, es ist absolut mal Zeit für eine Webseite. Und deswegen basteln wir uns die jetzt. Okay, für die Webseite müssen wir 24 Stunden warten, bis die ganze Sache geupdatet ist und verarbeitet. Sprich, das können wir jetzt noch nicht machen. Was ich jetzt noch gerade gemacht habe, ist, ich habe mich für meine Selbstständigkeit informiert. Sprich, was ich mache, könnte eventuell, oder in meinen Augen sehr wahrscheinlich, als freiberufliche Tätigkeit gesehen werden. Anstatt als Gewerbetreibende, was mega geil wäre, weil das irgendwie ein paar Vorteile hat, weniger Steuern, weniger Papier und das wäre ultra nice. Aber da werde ich einfach kommende Woche mal beim Finanzamt vorbeischauen und dann mit denen sprechen, weil die arbeiten ja am Wochenende nicht. Und jetzt machen wir aber noch eine andere Sache, die sehr intensiv ist. Und das ist auch das, was ich im letzten Vlog bzw. vor kurzem in Arco am Gardasee bei der APC in meiner Instagram-Story angesprochen habe. Und zwar nennt sich das Ganze Inner Work oder halt eben innere Arbeit. Und das bedeutet, es gibt ganz viele Namen dafür, nennt sich auch Shadow Work, also Schattenarbeit oder wie auch immer. Und im Prinzip geht es darum, dass man nicht irgendwie so gewissermaßen an der Oberfläche an sich arbeitet, beispielsweise bessere Ernährung, produktiver sein, mehr Sport machen, bessere Beziehungen, was weiß ich, sondern tiefer gehen, in sich rein. Sprich, Sachen wie, wer bin ich überhaupt? Und das kann richtig, richtig deep gehen. Das ist, ich meine, ich habe ja selber noch nicht so viel Ahnung davon, aber so Sachen wie, du bist nicht dein Körper und du bist nicht deine Gedanken und so weiter, also da geht es schon echt tiefer. Auch sowas wie, was ist mir in meiner Kindheit passiert? Was habe ich da noch für Sachen aufzuräumen? Was treibt mich überhaupt an? Also warum mache ich die Dinge, die ich tue? Bin ich auf Anerkennung aus? Wie sieht mein Selbstwert überhaupt aus? Ist mein Selbstwert wirklich zu 100% auf dem, wie ich mich selber definiere, basierend? Und da möchte ich noch tiefer reingehen. Ich weiß ja, dass ich mit dem Studium eigentlich weniger Zeit habe, aber ich weiß, dass das so eine wichtige Sache ist. Deswegen möchte ich das Samstag und Sonntag jeweils 2 Stunden machen und nachdem ich davon noch nicht so viel Plan habe, lese ich mir jetzt alles allererstes einfach mal ein. Und noch kurz was dazu. Das geht natürlich extrem persönlich und es ist auch sehr, ich weiß nicht, ich glaube, die wenigsten Menschen sprechen darüber, wie sie mit sich in sich selber damit umgehen und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Und das soll aber diese Fortentwicklung in mir und auch einfach dieses Tiefergehende soll absolut ist absolut essentieller Teil von Self-Mastery, also sich selber zu meistern. Deswegen absolut Teil von dem, was ich bin, was ich mache. Und deswegen auch Teil von dem YouTube-Channel. Sprich, ich möchte, klar, ich mache die Vlogs oft sehr schön mit schönen Übergängen, aber mache ich auch weiter so. Aber mir ist es genauso wichtig, also die Vlogs sollen Spaß machen, aber es ist mir genauso wichtig, dass wir tiefer gehen, dass wir detailliertere Sachen besprechen, dass ich euch ganz, ganz viele einzelne Einblicke in mein Leben gibt, dass man wirklich so ein
komplettes Bild davon bekommt, was ich eigentlich mache, weil ich bin ja, ich habe auf Instagram beispielsweise, kann man hier oben lesen, Motivational Speaker. Aber ich bin ja kein Motivationsredner, ich bin ja so vieles. Und der Beruf, den man ausführt, ist ja in meinen Augen vielleicht nur ein Viertel von dem, was man, was die Person und das Leben überhaupt ausmacht. Und ich möchte, ich habe immer den Anspruch, diesen kompletten Umfang mit reinzunehmen, weil nur dann, nur wenn man das alles berücksichtigt, kann man wirklich das Leben meistern. Und das ist schließlich mein Anspruch. Sagt mir gerade nichts, aber warte, kann ich mir das aufschreiben? Wie schreibt man den? Leute, ich habe jetzt gerade die Webseite ein bisschen weiter gemacht. Ich hatte da am Anfang ultra Probleme, weil ich dachte, das wäre viel komplizierter, als es eigentlich ist. Ich habe zwei Webseiten, das heißt zwei Domains mir geholt. Eine für leoeckel.de und eine für abiturathleten.de. Das wird ein High-Performance-Coaching für Abiturienten. Ich möchte sozusagen 11. und 12. Klässlern dabei helfen, die richtig, richtig gut sein wollen. Also ich rede jetzt so vom Abischnitt von unter 1,5 und besser. Und den möchte ich von der mentalen Herangehensweise auch vom Planen und Umsetzung und so weiter helfen. Sprich keine Nachhilfe, sondern wirklich, wie plane ich meinen Tag, wie setze ich das um, wie gehe ich auch mit den Erwartungen von meinen Eltern um und so weiter und so weiter. Und dafür habe ich mir zwei Domains geholt und bin da gerade ein bisschen am Basteln. Ich zeige euch später oder im nächsten Vlog, wenn es weitergeht. Jetzt aber geht's in Sachen Inner Work in Practice. Das bedeutet, gestern habe ich mich ja ein bisschen eingelesen, aber das meiste, was ich da gelesen habe, war für mich viel zu oberflächlich. Ich möchte nämlich jetzt wirklich auch Übungen machen, um einfach noch stärker mit meinem Inneren in Kontakt zu kommen. Jetzt habe ich ein bisschen gesucht, habe nicht wirklich irgendwie was gefunden, womit ich irgendwie so zufrieden war, aber dann habe ich mich an einen Typ wieder erinnert. Und den kann ich euch einfach nur absolut empfehlen. Das ist der Kollege hier. YouTube-Channel actualize.org kann ich absolut, absolut mega, 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 mega empfehlen. Ich habe bestimmt 80% seiner Videos gesehen. Die anderen waren für mich einfach nicht relevant. Aber ich dachte, weil ich eben sie alle gesehen habe, bin ich durch damit. Aber dann ist mir wieder gekommen, dass er etliche Videos hat, wo man irgendeine Übung machen sollte und die habe ich nie gemacht, weil ich halt das einfach nur anschauen wollte. Und das hier, ich weiß nicht, wem von euch Erleuchtung was sagt, also Enlightenment, aber dieses Video ist komplett nur eine Methode und ich habe davon ja keinen Plan, also ich habe schon ganz vieles angehört, aber ich bin sozusagen, hat noch kein Erleuchtungserlebnis oder whatever. Er meinte aber, dass mit dem Ding echt was Krasses passieren könnte und das ist jetzt sozusagen eine 30, 40 Minuten Visualisierung, wo er dich sozusagen da durchführt, sprich er sagt dir, was du dir vorstellen sollst und deswegen werde ich das jetzt ausprobieren und euch danach davon berichten. Holy fuck, ich bin ultra gespannt, wie das wird, weil ich habe eigentlich keine Ahnung, was mich da erwartet. Okay, ich glaube, bevor wir hier in die Timelapse gehen, muss ich erst noch ein paar Sachen erklären. Erstens habe ich diese wundervolle Lampe extra so aufgestellt, dass ihr mich besser seht und zweitens natürlich auch, damit ich, falls ich hier die Erleuchtung erfahre, das viel besser im Nachhinein mir anschauen kann, auch wenn ich das natürlich nicht erwartet habe. Zweitens stehe ich hier, um meine Rückenschmerzen ein wenig auszugleichen und drittens trage ich diese geile Skiunterwäsche, weil ich einfach nur zwei oder drei Jogginghosen habe und die manchmal eben verbraucht sind. Und jetzt viel Spaß.
keine Ahnung, was ich sagen soll. Es war jetzt nicht irgendwie so ultra krass, wo ich mir dachte, holy fucking shit, es ist einfach nur so, wow, okay, der Typ hat recht. Und es fühlt sich irgendwie auch anders an, aber ich glaube, davon ist ganz viel eingebildet. Und ich habe keinen Plan, was es jetzt irgendwie so meint. Also, was wurde gemacht? Du checkst sozusagen alle Arten und Weisen, wie du dich wahrnehmen kannst. Also in der Übung geht es darum, deine absolute Wahrheit zu finden. Und nicht im Sinne von, woran du glaubst, deine Werte und so weiter, sondern was bist du? Man könnte ja beispielsweise denken, ich bin der Körper. Aber wenn ich jetzt, mein Körper beispielsweise hat sich ja die ganze Zeit geändert. Und wenn ich der Körper war, als ich 4 war, und ich jetzt aber nichts mehr mit dem Körper zu tun habe, was der Körper von damals war, dann hätte ich ja zwischendrin irgendwas anderes sein müssen. Aber ich bin ja immer ich. Und das ist, ich will auch da gar nicht zu viel drüber sagen, weil mir, wie gesagt, absolut die Erfahrung und das Wissen fehlt. Auch wenn Wissen, glaube ich, hier absolut nicht hilfreich ist. Ich wollte euch das nur mitteilen, dass es echt strange geht, quasi darum, was bist du wirklich? Bist du das Körpergefühl? Bist du deine Gedanken? Bist du deine Emotionen? Bist du deine Idee von dem, davon, dass du alles wahrnimmst? Und das ist ultra strange. Ich werde es weitermachen. Öfter. Einfach diese Visualization, weil sich echt lustig anfühlt und strange. Es ist halt so, wer bin ich? Und dann sagst du, okay, ich bin das Körpergefühl. Moment. Ich nehme das Körpergefühl wahr. Wer bin ich dann? Ich bin der, der das wahrnimmt. Und dann hast du beispielsweise, ich hatte immer so eine Vorstellung von einem Auge, so einem Augapfel, der hier in mir ist und der alles so wahrnimmt. Und dann merkst du aber, das ist nur ein Bild in deinem Kopf. Also ich habe nur ein Bild in meinem Kopf von diesem Augapfel, der hier in meinem Körper ist. Aber der ist ja nicht wirklich hier. Also was bin ich? Und das ist einfach, es ist mindblowing, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt. Und ich glaube, die eine Sache, die ich da schon weiß, ist, denk nicht drüber nach, sondern versuch es einfach beispielsweise durch so eine Visualisierung einfach selber zu erfahren. Du musst es erfahren. Aber schau dich da andere Leute an, die haben 1000-mal mehr Plan davon als ich. Ich bin ein absoluter Anfänger. Ich will das jetzt auch erstmal ausprobieren. Aber holy fucking shit, ich glaube, das ist pretty, pretty interesting. Jetzt geht's aber erstmal wieder zurück zu den normalen Sachen. Und zwar mache ich Sonntag... Und zwar mache ich sonntags mittlerweile eine Sonntagsroutine, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt etliche Dinge, die ich nicht täglich machen möchte, weil das einfach viel zu ein kleiner Abstand wäre, aber auf jeden Fall wöchentlich. Und Beispiel davon wäre, Nägel schneiden. Das klingt jetzt beispielsweise komplett behindert. Vor allem beispielsweise als Junge, warum Nägel schneiden? Also natürlich schneidet man sich seine Nägel, aber warum als Routine? Und auch das ist einfach ein perfektes Beispiel für die Art und Weise, wie ich tick, weil da auch, dass ich einfach sage, hey, ich mache das jeden Sonntag, mache das jeden Sonntag und ich muss nie wieder drüber nachdenken, ich drehte nie irgendwo auf oder in irgendein Gespräch, wo ich zu lange Nägel oder sonst irgendwas habe, deswegen das passt. Meine Zimmerpflanze, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, ja, die zu wässern, kann man auch sich denken, mach's da halt einfach, wenn du dran denkst. Aber dadurch, da habe ich ein unglaublich gutes Hörbuch gehört. Und zwar, jede Sache in deinem Leben, die du nicht irgendwie in ein System gepackt hast, wo du ganz sicher weißt, okay, darum werde ich mich zum entsprechenden Zeitpunkt kümmern. All diese Dinge wird dein Kopf nonstop irgendwo im Hintergrund sozusagen spinnen, sprich immer wieder in der Endlosschleife, immer wieder, ach, eigentlich soll ich das noch machen. Und du kannst dich nie richtig fokussieren. Die Zimmerpflanze ist nur ein kleines Minimalbeispiel, aber es gilt eigentlich trotzdem für alle Dinge. Und je größer die Sache, desto wichtiger und auch Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und deswegen will ich all diese ganz alltäglichen Sachen auch in so ein System reinpacken, wo ich weiß, da werde ich mich drum kümmern. Deswegen, meine Wasserpflanze, hier für mein Spirulina, was ich jeden Abend nehmen, ein Löffel hier drauf, ja, damit ich da halt mit dem Löffel nehmen kann, weil ich ja nicht nonstop mit dem gleichen Löffel das machen will. Der wird einmal in der Woche erneuert. Da seht ihr schon, eigentlich bin ich ein Freak. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber eigentlich bin ich ein Freak. Weil ich es einfach liebe, mein ganzes Leben so zu
optimieren. Ich liebe das. Meine Wasserflasche ausspülen, mein Zimmer etwas aufräumen, meine Einnahmen und Ausgaben dokumentieren in so einer Excel-Tabelle und meine Reviews machen, die würde ich euch ausführlicher zeigen, weil das richtig interesting ist, und dann noch mir einen groben Plan für die kommende Woche machen. Aber jetzt mache ich erstmal die ganzen kleineren Sachen und dann zeige ich euch oder sage ich euch mehr Details zu den zu den letzten zwei Sachen, weil das ist mir persönlich nochmal richtig wichtig, weil da kann man echt richtig was lernen. Da machst du richtige Fortschritte, sowohl über dich selber was zu lernen, als auch um in Zukunft produktiver zu sein. Also zu meinen Reviews. Was ich in meinen Reviews mache, beziehungsweise Review dürfte für die meisten von euch eine ganz andere Bedeutung haben. Also keine Ahnung, Spiele-Review oder so. Aber ich review sozusagen meinen Tag, meine Woche und meinen Monat. Das bedeutet, ich stelle mir jeden Abend die gleichen Fragen. Die modifiziere ich natürlich im Laufe der Zeit, weil ich merke, okay, manche bringen mir mehr, manche bringen mir weniger. Aber grundsätzlich lauten die immer sowas wie: Warum habe ich mich heute gut gefühlt? Was stand mir im Wege, mich gut zu fühlen? Wodurch war ich heute produktiv? Was stand mir im Wege, produktiv zu sein? Und dann die Frage: Wie kann ich in Zukunft diese Hindernisse überkommen? Und was kann ich aus heute lernen, um in Zukunft besser zu werden? Und das sind eigentlich schon die sechs Kernfragen. Da kommen immer ein paar dazu und wieder ein paar weg und so weiter. Aber diese sechs Kernfragen sind für mich eigentlich das Wichtigste. Denn für mich ist derzeit ein großer Fokus darauf, möglichst viel zu schaffen. Aber natürlich möchte ich mich auch immer möglichst gut fühlen, weil das ist ja schlussendlich das Endziel. Und ich möchte mich deswegen nur auf diese zwei Sachen fokussieren, weil natürlich könnte man auch einen Fragenkatalog mit 140 Fragen machen. Aber ich habe meistens schon nicht mal auf die sechs Fragen abends Bock, wenn ich am Arsch bin und was weiß ich. Deswegen nur die sechs Fragen. Da muss man sich auch einfach selber kennen, wie viel Bock man auf die Sache hat. Aber das bringt einem wirklich unglaublich viel, glaube ich zumindest, weil ich bin bisher noch nie dazu gekommen, mir die im Nachhinein mal alle durchzulesen, was ich eigentlich sonntags immer machen möchte. Und das mache ich jetzt mal. Ich glaube, das sind jetzt 15 oder 20 Daily Reviews sozusagen. Und ich werde es einfach mal durchgehen. Ich meine, ich habe es ja selber aufgeschrieben, aber trotzdem denke ich, dass man da nochmal einige Sachen lesen wird, an die man gar nicht gedacht hat. Und das, da bin ich jetzt ultra gespannt drauf, wie das wird.